Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Und der beginnt, selten genug, mit zahlentechnisch jedenfalls guten Nachrichten. Die Inflation in Deutschland geht weiter zurück. Und konkret heißt das, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 2,2% gestiegen sind. Damit steigt auch die Hoffnung in der Wirtschaft, im Einzelhandel, dass die Verbraucher wieder mehr ausgeben. Der Privatkonsum ist nun mal eine wichtige Konjunkturstütze. Gründe für das Absinken der Inflation, da gibt es einige. Lebensmittel wie Energiepreise sind beispielsweise gesunken. Über fallende Preise und steigende Laune berichtet Anselm Stern. Morgen. Die Stimmung ist spürbar besser geworden bei Manuel Weiß und seinen Kunden. Quälend lange Monate kannten die Heizölpreise nur eine Richtung, steil nach oben. Doch das neue Jahr bringt neue Richtungen. Die Preise gehen wieder runter. Wir hatten letztes Jahr sehr, sehr hohe Preise. Zu Kriegszeiten 2,30 Euro der Liter. Heute liegen wir ungefähr bei 1 Euro, 1,03 Euro, 99 Cent der Liter. Und haben immer noch Krieg. Man muss sagen, in 2024 sind wir um 6% gefallen bei den Preisen. Die Preise für Energie, ein Riesenproblem in Deutschland. Doch die Zeiten der ganz krassen Steigerungen scheinen vorbei. Es stabilisiert sich etwas, trotz Kriegen und Krisen. Das heißt nicht, dass die Preise wieder unbedingt alle zurückgekehrt sind zum Niveau vor diesen Krisen, aber sie steigen eben nicht weiter. Und hier und da bei den Energiepreisen, gerade für Strom, für Haushaltsheizungen, geht es doch im Vorjahresvergleich auch wieder runter. Das entspannt also die Lage. Also insgesamt sind diese Krisenschocks bei Energiepreisen und Lebensmittelpreisen durch und daher sinkt die Inflationsrate. Die Inflation, die Teuerung im Land, hatte heftige Ausmaße angenommen. Fast 9% im Winter 2022. Die frische Zahl von heute, 2,2% Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die gute Nachricht ist jetzt in diesem Jahr, Löhne und auch Rentenerhöhungen liegen jetzt wieder über der Inflation. Das heißt, die Kaufkraft der Menschen steigt wieder ein Stück weit an. Das ist gut für die Konjunktur, weil dadurch der private Verbrauch auch wieder gestärkt wird, die Menschen eigentlich wieder in die Lage versetzt werden können, mehr zu kaufen. Der Alltag, der Einkauf, nach wie vor oft teuer. Doch auch hier Hoffnungsschimmer. Die Preise für Nahrungsmittel sinken jetzt um 0,7% im Vergleich zum Vorjahr. Viele Verbraucher bleiben trotzdem skeptisch. Ich merke es leicht, vielleicht so bei den Einkäufen, dass man merkt, das, was man jetzt vielleicht schon vom halben Jahr gezahlt hat, dass jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Aber es wird nur einen kleinen Unterschied machen, würde ich sagen. Also Benzin ist teuer, auch die Lebensmittel. Ich war gerade heute wieder einkaufen. Ich merke nicht, dass es billiger geworden ist, günstiger. Ich finde, in der letzten Zeit war es wirklich anstrengend, vor allem als studierende Person einkaufen zu gehen und immer irgendwie drei Sachen zu haben, die dann aber schon extrem viel Geld kosten. Hohe Preise noch immer, doch die extremen Steigerungen scheinen gestoppt. Die Inflation in Deutschland ist unterwegs in Richtung Preisstabilität. Also die Inflation sinkt, die Preise teilweise auch, beziehungsweise sie haben sich in vielen Bereichen stabilisiert. Fragen wir nach bei Stefanie Barrett für uns in Frankfurt an der Börse. Guten Abend. Stefanie, dennoch haben ja viele Verbraucher das Gefühl, wir haben es gerade auch gehört, dass vieles teurer wird, beziehungsweise sie dennoch nicht mehr in der Tasche haben. Wie kann das sein? Also man muss ja sagen, es liegen ja mehrere Jahre stetiger Preiserhöhungen, ob bei Energie oder Lebensmitteln, hinter uns. Das bedeutet ganz konkret, Gespartes hat an Wert verloren und Inflation trifft besonders die kleineren Einkommen. Und wer gerade mit einer Heizkostenabrechnung über mehrere tausend Euro kämpft, dem nützen die zuletzt gesunkenen Energiepreise auch wenig. So geht es auch Unternehmen, die zwar schon vielfach über günstigere Energieverträge verfügen, doch der Preis ist im internationalen Vergleich noch immer hoch. Eine komplexe Gemengelage, in der es sicher vielen einfach schwerfällt, sich wieder an den Gedanken von stabilen Preisen zu gewöhnen. Könnte aber tatsächlich ja auf uns zukommen. Manche Volkswirte gehen ja davon aus, dass die Inflation sogar noch weiter sinken wird und die EZB daher dann im Sommer sogar die Zinsen senken wird. Das klingt doch erstmal vielversprechend.
Ja, tatsächlich. Im Moment stehen die Chancen gut, dass die Inflation schon bald wieder auf das 2%-Ziel der EZB zurückkehrt. Zinssenkungen werden also immer wahrscheinlicher. Das würde der Bauwirtschaft neuen Schub verleihen und Unternehmen könnten günstigere Kredite nutzen, um dringende Investitionen vorzunehmen. Bis Ende Mai will die EZB aber noch die Auswirkungen der Lohnerhöhungen auf die Preise beobachten. Dann könnte sie am 6. Juni die erste Zinssenkung beschließen, noch vor der US-Notenbank. Aber die letzte Meile ist ja bekanntlich die schwerste. Deshalb geben skeptische Ökonomen noch keine Entwarnung in Sachen Inflation. Und wir warten einfach ab, was passiert. Vielen Dank, Stephanie Barrett. Und damit der Blick ins Ausland. Ein Team ausländischer Helfer war unterwegs, um Zivilisten im Gazastreifen zu versorgen. Sie waren in einer konfliktfreien Zone unterwegs. Zwei von drei Fahrzeugen waren gepanzert. Sie trugen das Logo der Hilfsorganisation. Das israelische Militär wusste davon. Die Fahrt wurde sogar mit der Armee koordiniert, sagt die Hilfsorganisation. Und dennoch sind nun 7 Mitarbeiter der World Central Kitchen tot. Sie fielen einem israelischen Angriff zum Opfer. Wie das unter den gerade genannten Umständen passieren konnte, das konnte der israelische Premier heute nicht erklären. Aber er wolle es klären und spricht von einem, Zitat, tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers. Weltweit löst der Tod der internationalen Mitarbeiter samt ihres palästinensischen Fahrers große Empörung aus. Annegret Oster. Die Attacke kam von oben. Die Fahrzeuge von World Central Kitchen komplett zerstört. Trotz enger Absprache mit dem israelischen Militär, trotz klarer Kennzeichnung der Autos. Was ist passiert, will der Reporter wissen. Die Fremden in ihren Fahrzeugen haben Essen verteilt an die Flüchtlinge in Gaza. Dann haben wir gesehen, dass die Juden sie plötzlich angegriffen haben. Das ist passiert. 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von World Central Kitchen und ihr palästinensischer Fahrer sterben, weil sie Leben retten wollten. Die Helfer kommen aus Großbritannien, Polen, Australien. Ein Opfer hatte die amerikanische und US-kanadische Staatsbürgerschaft. Mitglieder des World Central Kitchen Teams sind vom israelischen Militär getötet worden, während sie unsere humanitären Essenslieferungen in Gaza unterstützt haben. Das ist eine Tragödie. Humanitäre Helfer und Zivilisten sollten niemals ein Ziel sein. Niemals. In Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens hatte das Team gerade 100 Tonnen Lebensmittel entladen, die über den Seeweg nach Gaza gebracht wurden, als sie vom israelischen Militär attackiert wurden. Das passiert im Krieg. Wir untersuchen das, stehen im Kontakt mit den entsprechenden Regierungen und werden alles tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht nochmal passiert. World Central Kitchen war eine der wenigen Organisationen, die in Gaza noch humanitäre Hilfe leisten. Millionen Essen haben Freiwillige in den vergangenen Monaten verteilt. Freiwillige wie Somi Franken aus Australien. Auch sie gehört zu den Toten. Scharfe Worte vom Premierminister. Das Außenministerium hat den israelischen Botschafter einbestellt. Wir verlangen Rechenschaft für diese Tragödie, die niemals hätte passieren dürfen. Der tödliche Angriff auf die Hilfsorganisation ist auch ein Angriff auf die leidende Zivilbevölkerung in einem Krieg, in dem Nahrung als Waffe eingesetzt wird. World Central Kitchen hilft uns. Wenn diese Hilfe jetzt wegfällt, ist das so, als ob man uns verhungern lassen will. Sollen wir verhungern? World Central Kitchen will seinen Einsatz in der Region sofort stoppen. Wie es weitergehen soll, offen. Diese tragischen Geschehnisse sollten uns nicht entmutigen. Wir müssen jetzt unsere Anstrengungen verdoppeln, um mehr Hilfe nach Gaza zu schicken. Doch wie soll das geschehen? Das Schiff mit den Hilfslieferungen für Gaza kehrt jedenfalls nach Zypern zurück. Mit 240 Tonnen nicht verteilter Lebensmittel an Bord. Und der Auslöser für den jetzigen Gazakrieg, das Massaker vom 7. Oktober der Terrorgruppe Hamas und anderer islamistischer Gruppen, verschwimmt auch aufgrund solcher Zwischenfälle wie heute, wie gestern immer mehr. Michael Beverung in Tel Aviv. Die Soldaten sollen ja gewusst haben, dass die Helfer da unterwegs sind. Wie konnte das dann dennoch passieren?
Also für so konkrete Schuldzuweisungen ist es, glaube ich, noch etwas zu früh. Die Armee untersucht ja auch gerade noch. Ungewöhnlich ist, dass der Premier sehr frühzeitig, nämlich schon direkt am Tag des Vorfalls, die Verantwortung für den Angriff übernommen hat. Es gibt viele ähnliche Fälle, wo israelische Soldaten auch Zivilisten unter ungeklärten Umständen getötet haben. Da steht die Aufklärung bis heute aus. Ist das dann ein Beispiel dafür, dass Israel eben nicht immer Rücksicht nimmt, oder sind das eher Ausnahmen? Naja, ich würde sagen, es ist vor allem ein Beispiel für einen Kontrollverlust bzw. für eine nie dagewesene Kontrolle über Gaza, sowohl im zivilen wie im militärischen Bereich. Offenbar gibt es keine Ordnung oder noch nicht mal abgespielte Abläufe, nachdem eben diese Hilfslieferungen ablaufen, sodass es eben immer wieder zu solchen tragischen Missverständnissen kommt. Und auch militärisch scheint Israel nach wie vor auch in den bereits eroberten Gebieten nicht die Kontrolle zu haben. Das zeigen die Kämpfe, die Tage lange im Schieferhospital andauerten. Das hatte Israel eigentlich schon eingenommen, geräumt, durchsucht. Jetzt gab es tagelang Kämpfe mit Hunderten von Hamas-Kämpfern, die noch festgenommen worden sind. Also nach wie vor hat Israel nicht die Kontrolle, aber es hat die Verantwortung für die eroberten Gebiete. Und das Tragische ist, wie wir gesehen haben, dass eben jetzt die Hilfsorganisationen zurückziehen und noch weniger Hilfsleistungen überhaupt nach Gaza geschickt werden. Und das in einer eh schon katastrophalen Situation. Michael, wir sprechen gleich weiter. Das, was gestern in Syrien passiert ist, hilft nicht unbedingt, die Lage in der Region zu verbessern. In der Hauptstadt Damaskus soll ein Gebäude der iranischen Botschaft mutmaßlich von Israel bombardiert worden sein. Mehrere Menschen wurden getötet, darunter zwei hochrangige iranische Generäle und fünf weitere Mitglieder der Revolutionsgarden. Die Führung in Teheran droht mit Vergeltung. Fragen wir noch mal bei Michael Beverungen nach. Wie könnte die aussehen? Also die Führung hat bereits angekündigt, dass sie vor allem israelische Botschaften und öffentliche Einrichtungen im Ausland ins Visier nehmen will. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass solche Ankündigungen erfolgt sind. Es ist auch nicht das erste Mal, dass konkrete Komplotte aufgedeckt werden. Was eher unwahrscheinlich ist, dass der Iran jetzt eine größere Konfrontation anstreben wird. Israel hat ja quasi Irans Führungsgeneräle auf Botschaftsgelände bombardiert. Es hat allerdings auch schon Führungskräfte mutmaßlich in Iran angegriffen. Also momentan ist nicht damit zu rechnen, dass der Iran konkret direkt Israel angreifen wird, eher über seine Proxys, über seine Verbündeten wie die Houthis oder die Hezbollah, die ja jetzt schon viele Angriffe auf Israel eingehen. Michael, vielen Dank für die Einschätzungen live aus Tel Aviv. Und im Heute-Journal-Update dazu später dann noch ein Gespräch mit Simon Wolfgang Fuchs. Er ist Professor für Islamwissenschaft und Nahoststudien an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und hier geht es jetzt weiter mit dir, Gundula, und mit Nachrichten. Die Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine kommt langsam voran. Mutmaßliche Verbrecher sollen vor Gericht gestellt werden und ukrainische Opfer Schadenersatz erhalten können. Darüber beraten in Den Haag Minister und Ermittler aus rund 40 Ländern. Russische Gräueltaten wie sexualisierte Gewalt und Folter müssten, so Ukraines Außenminister Kuleba, strafrechtlich verfolgt werden. Der Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland ist aus Sicht der USA in einer kritischen Situation. Die militärische Lage sei schwierig, sagte US-Außenminister Blinken beim Besuch eines Rüstungsunternehmens in Versailles. Gemeinsam mit Frankreichs Verteidigungsminister Le Cornu forderte er mehr militärische Unterstützung für die Ukraine. Erneut appellierte Blinken an den US-Kongress, die Hilfen für Kiew so schnell wie möglich freizugeben. Chinas Unterstützung für die russische Rüstungsindustrie war eines der Themen eines Telefonats von US-Präsident Biden mit Chinas Staatschef Xi. Nach Angaben aus Washington sprach Biden auch Chinas Haltung zu Taiwan und unfaire Handelspraktiken Pekings an. Es war der erste Austausch der beiden seit ihrem Krisentreffen in Kalifornien im letzten November.
An einer Grundschule in einem Vorort der finnischen Hauptstadt Helsinki hat ein 12-jähriger Schüler einen Gleichaltrigen mit einer Schusswaffe getötet und zwei weitere verletzt. Einsatzkräfte nahmen den Jungen fest. Er hatte eine Schusswaffe bei sich und soll gestanden haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Da der Verdächtige unter 15 ist, wurde er zunächst Sozialdiensten übergeben. Die Schule, sie soll ja ein geschützter Raum sein, ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo es ums Lernen und Kennenlernen gehen sollte. Doch es gibt etliche Schulen in Deutschland, wo all das so nicht oder kaum stattfindet. Die Gründe, warum sich Kinder nicht unbedingt freuen, wenn die Schule, so wie ja jetzt bald nach den Ferien wieder losgeht, sind vielfältig. Bund und Länder wollen nun gegensteuern, insbesondere an sogenannten Brennpunktschulen, und zwar mit Geld. 20 Milliarden Euro stehen dafür in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung. 4.000 Schulen sollen ab August vom Start-Chancen-Programm profitieren. In Salzgitter hoffen sie darauf, dass sie dazugehören werden. Marlin Ilau. Eine erste Klasse in der Grundschule am See in Salzgitter. Normaler Deutschunterricht ist hier nicht mehr möglich. Denke ich mal, das schaffen noch nicht alle. Bei Miran kann ich mir vorstellen, dass der das schon schafft. Mohammed schafft das auch mit den Sätzen. Der Migrationsanteil an dieser Brennpunktschule ist seit 10 Jahren stark gestiegen, von 30 auf 83%. Zu unterschiedlich sind die Sprachkenntnisse der Erstklässler. Einige können gar kein Deutsch, andere nur ein paar Brocken. Eine Herausforderung für Lehrerin Christina Altmaier. Sie muss das Lernniveau ständig anpassen. Es nimmt jedes Jahr stetig ab. Also der Wortschatz, die Fähigkeit, sich auszudrücken, also richtig grammatikalisch richtig zu sprechen. Und es, ja, wir sind im Grunde, wir sichern so einen Minimalwortschatz und mehr schaffen wir hier mittlerweile nicht mehr. Sie sprechen dann auch kein Deutsch zu Hause, die Familien. Und dadurch wird es natürlich schwierig. Besonders hier hoffen sie auf Hilfen, auf gezielte Förderung, auf das Startchancenprogramm der Bundesregierung. Ein Milliardenprojekt der Ampel mit 20 Milliarden Euro wollen Bund und Länder Schulen mit besonders benachteiligten Kindern fördern. Für die Auswahl der Schulen sind die Länder verantwortlich. Sie müssen dafür einen Sozialindex aufstellen, denn die Förderung soll nach sozialen Kriterien verteilt werden. Dem Anteil von Minderjährigen mit Migrationshintergrund und dem Anteil von armutsgefährdeten Schülern. Etwa 4.000 Schulen sollen bundesweit gefördert werden ab August. Das Programm sei gut, sagen Bildungsexperten, aber letztlich ist es zu wenig Geld für zu große Probleme. Die Schulen haben sehr, sehr großen Unterstützungsbedarf in Deutschland. Wir sehen aktuell stark steigende Anteile von Schülerinnen und Schülern, die nicht die Mindeststandards erreichen. Gut an dem Programm ist, dass insgesamt bessere Lernorte an den Schulen geschaffen werden, dass es ein Chancenbudget gibt und multiprofessionelle Teams an den Schulen gestärkt werden. Kritisch zu sehen ist, dass es nur 10% der Schulen in diesem Programm erreicht werden. Deshalb sollte man das Programm, nachdem man es evaluiert hat, deutlich größer dann aufsetzen. Nicht nur Sprachprobleme stellen Schulen wie hier in Salzgitter vor große Herausforderungen. Sie müssen soziale Probleme, die hier aus einem anderen kulturellen Umfeld stammen, bewältigen. Zum Beispiel war bei uns früher das Fasten nie ein Thema bei Grundschulkindern. Das müssen sie auch nicht. Aber zunehmend mehr fasten die Kinder auch bei uns in der Grundschule. Die Kinder müssten eigentlich gut gefrühstückt haben, um kognitiv hier am Unterricht teilnehmen zu können. Das stellt Lehrer vor Herausforderungen, denn hungrige Kinder lernen schlechter. Um beispielsweise solche kulturellen Probleme mit Eltern zu besprechen, könnten mehr zusätzliche Sozialarbeiter, finanziert aus einem Startchancenprogramm, sehr helfen. Bereits 2012 war klar, die Kühlbrandbrücke über die Elbe, eines der Wahrzeichen der Stadt Hamburg, kann so nicht bleiben. Sie ist mit 50 Jahren zu alt, zu klein und soll wegen Überlastung und immer neuer Schäden ersetzt werden. Und siehe da, 12 Jahre später hat man sich nun endlich entschieden, nach etlichen Ankündigungen und Verzögerungen. Die Brücke wird neu gebaut, die alte später abgerissen. Und so soll es dann aussehen, das neue Bauwerk. Es soll 2040 für den Verkehr freigegeben werden. Ralf Zimmermann von Siefert berichtet.
Dies ist das größte deutsche Containerschiff, fast 400 Meter lang und bei voller Ladung gut 60 Meter hoch. Zu hoch zumindest für die Kühlbrandbrücke, hinter der einer der reedereieigenen Containerterminals liegt. Nun aber hat sich der Hamburger Senat entschieden, die alte soll durch die neue Brücke ersetzt werden. Wir haben jetzt in einem wirklich sehr aufwendigen, sehr gewissenhaften Prozess unter Kenntnis der Fakten, die ein Tunnelbau verursacht. Die verschiedenen Varianten Brücke, etwas kleinerer Tunnel miteinander verglichen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Brücke erhebliche Vorteile hat. Und so könnte sie aussehen, die neue Kühlbrandbrücke, im Jahr 2040 nach 10-jähriger Bauzeit und mindestens 5 Milliarden Euro Baukosten. Und dennoch, dies die preiswertere und schnellere Lösung im Vergleich zu einem Straßentunnel, an dem lange herumgeplant worden war. SPD und Grüne haben in den letzten Jahren viel geplant, über 50 Millionen Euro Planungskosten investiert, am Ende des Tages für nichts. Es sollte eine Tunnellösung werden, man hat Bodenuntersuchung gemacht, um dann festzustellen, dass der Tunnel doch nicht die richtige Lösung ist. An allen Ecken und Enden wurde in den vergangenen Jahren an der maroden und ständig reparaturbedürftigen Brücke herumgedoktert. Dass bald ein noch 20 Meter höheres Bauwerk die Zukunft des Hamburger Hafens einläuten soll, will manchen Kritikern, vor allem von Umweltverbänden, nicht in den Kopf. Extremwetterereignisse werden in der Zukunft weiter zunehmen. Es wird stärkere Winde geben und dann nützt uns natürlich eine hohe Brücke nichts, wenn sie ständig gesperrt würde. Noch grundsätzlicher wird manche Kritik daran geübt, dass die Prüfung sich zu stark auf einer mutmaßlich weiter wachsenden Anbindung des Hafens an die Lkw-Transportrouten orientiert hat. Wir brauchen eine Organisation des Hafens, wo wir Verkehre einsparen und Verkehre vernünftig auf umweltverträgliche Verkehrssysteme verlagern können, auf das Binnenschiff und auf die Schiene. Und genau die Fragen werden nicht angegangen. Und dennoch wird es in rund 16 Jahren vielleicht ein ähnlich freudiges Ereignis geben wie 1974, als die Kühlbrandbrücke eingeweiht und schnell zu einem weiteren Hamburger Wahrzeichen wurde. Doch ob die neue Kühlbrandbrücke tatsächlich ein Herzensprojekt der ganzen Stadt wird, das muss sich erst noch erweisen. Gute und richtige Frage, ob die Hamburger höhere Kosten und Verzögerung wirklich verzeihen, wie damals bei der Elbphilharmonie, das wird sich noch zeigen. Jetzt geht's weiter mit Nachrichten nochmal und dir, Gundula. In der türkischen Metropole Istanbul sind bei einem Brand in einem Nachtclub mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Wegen Reparaturarbeiten während des Ramadan war der Club geschlossen. Bei den Opfern soll es sich um Bauarbeiter handeln. 8 Personen wurden festgenommen, darunter Clubmanager und Bauverantwortliche. Die Ampelkoalition streitet weiter über die geplante Kindergrundsicherung. Die FDP übt weiterhin heftige Kritik an den Plänen von Familienministerin Paus. Jetzt konkret an Paus Forderung nach 5000 neuen Stellen zur Umsetzung. Derzeit beraten die Fraktionen über den Gesetzentwurf, mit dem ab 2025 alle bisherigen Leistungen wie Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld oder Zuschläge gebündelt werden sollen. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist im dritten Insolvenzverfahren, das an diesem Dienstag vom Amtsgericht Essen eröffnet wurde. Damit können Gläubiger nun ihre Forderungen anmelden. Der angeschlagene Warenhauskonzern hofft auf neue Eigentümer, um möglichst viele der noch 92 Kaufhäuser in Deutschland zu erhalten. Exzessiver Alkoholkonsum unter Jugendlichen kommt offenbar etwas aus der Mode. Laut einer Studie der Kaufmännischen Krankenkasse KKH ist die Zahl der Alkoholvergiftungen von 12- bis 18-Jährigen im Jahr 2022 auf ein Rekordtief gesunken, um 5% auf, aber immer noch 10.680 Kinder und Jugendliche. Grund zur Entwarnung gebe es nicht. Jeder Jugendliche mit einer akuten Alkoholvergiftung sei einer zu viel. Andreas Frege hat heute seine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf angetreten. Für seine Vorlesung hatten sich im Vorfeld ungefähr 30.000 Menschen beworben. 30.000? Wie kann das denn sein? Für eine Vorlesung? Ganz einfach, weil dieser Frege halt auch Campino ist, Frontmann
und Songwriter der legendären Düsseldorfer Band Die Toten Hosen. Der Titel der Vorlesung, den er sich ausgesucht hat, der könnte übrigens auch der Titel eines neuen Albums sein. Kästner Kraftwerk Cocksparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. Martin Schiffler durfte lauschen. Campino im größten Hörsaal an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seine Stadt. Hier ist er geboren, zur Schule gegangen, zweimal sitzen geblieben, aber dann hat er doch noch das Abitur bestanden. Er hätte schon vor 41 Jahren hier an die Uni gehen können, war aber nur ein einziges Mal hier, um sich einzuschreiben. Ich war immatrikuliert hier für Englisch und Geschichte. Ich habe es aus terminlichen Gründen nicht geschafft, zu einer der Lesungen zu kommen. Im Oktober 1985 hatten die Toten Hosen ihren ersten und letzten Auftritt an der Düsseldorfer Uni. Die Mensa danach verwüstet. Damals war das normal für ein Hosenkonzert. Und heute, knapp 40 Jahre später. Die Hosen sind kein Punkrock mehr. Alle sagen das. Das wird für mich dann irgendwann seltsam, wenn ich Fragen beantworten muss, wo der Frager mich in der Rolle wähnt von 1982. Natürlich bin ich das nicht mehr. Und ich finde, wir alle entwickeln uns weiter, die Welt dreht sich weiter. Und wer da sich festklammert an gewisse Zeiten, der wird irgendwann ein Problem mit der Realität bekommen. Thema heute, eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. Was auch sonst, das ist es, womit sich Campino als Sänger beschäftigt und nun als Gastprofessor. Klare Aussagen, authentisch, ohne Umschweife. 2 Stunden Vorlesung, mal ganz anders. Campinos sehr private Einblicke in sein Leben und seine Gedanken münden immer wieder in Lieder. Dafür mit von der Partie Freund und Bandkollege Kuddel an der Gitarre. Hat einem viel so den Background über viele Hosenlieder, die man halt seit, in meinem Fall seit 16, 17 Jahren hört, noch mal gezeigt. Und Infos, die man halt sonst eher nicht bekommt. Ich fand's super, sehr spannend, gute Abwechslung, auch sehr viel auch noch Geschichtliches, viel Lyrik, fand ich sehr erfrischend. Was ich wunderbar fand, auch diese, sagen wir mal, die Probleme unserer Zeit auch anzusprechen. Nee, super. Campino hat den richtigen Ton gefunden. Die Zuhörer hängen an seinen Lippen. Kein Husten im Hörsaal und kein Getuschel. Sprache ist was ganz, ganz Tolles. Gemeinsame Veranstaltungen wie diese können schön sein. Es ist ja ein Dialog. Es gibt ja Fragen und Antworten mit dem Publikum. Und da hoffe ich, dass jeder irgendwo mit guten Gedanken nach Hause geht. Nachdenklich hat er gemacht, der neue Gastprofessor. Und Lust aufs Lesen. Von Kästner und Brecht und natürlich Heinrich Heine. Das war sicher ein Highlight heute in Düsseldorf. Das zweite könnte morgen dann in Leverkusen folgen. Im DFB-Pokal-Halbfinale spielt die Fortuna ja gegen Bayer. Ab 20.15 Uhr hier bei uns im ZDF. Und um Mitternacht meldet sich heute noch mal Nazan Göktemir mit unserem Heute-Journal-Update. Darin ein Spielbericht zum DFB-Pokal-Halbfinale von diesem Abend. Und wir sehen uns dann hier morgen in der Halbzeitpause vom Halbfinale morgen. Jetzt empfehlen wir erstmal die 37-Grad-Reportage der Kollegen und die gehen der Frage nach, welche Gefühle Menschen mit dem deutschen Pass verbinden. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Guten Abend. Kaum ist das eine Tief nach Osten abgezogen, kommen gleich 3 weitere Tiefs vom Atlantik hinterher. Es bleibt bei uns wechselhaft und wird immer milder. Heute Nacht zieht der eine Regen hier im Nordosten ab und neuer Regen kommt am Rhein an, bei Temperaturen zwischen 9 und 0 Grad. Und morgen wird ein verregneter Mittwoch. Allenfalls ganz im Norden und im Osten haben Sie noch etwas länger trockenes Wetter, bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Der Donnerstag wird dann sehr wechselhaft mit Regen, Schauer und Gewittern bei 10 bis 19 Grad. Der Freitag wird schon merklich wärmer bei 13 bis 24 Grad. Und am Samstag gibt es bei Sonnenschein bis zu 27 Grad. Für das, was jetzt kommt, brauchen wir aber keine Wärme. Denn heute war wieder so ein Tag. Ein Tag, der gut ist für die erneuerbaren Energien. Mit besonders viel grünem Strom aus der Steckdose, mit einem hohen Anteil von Wind und Sonne und wenig Kohle und Gas. Wer zu solchen Zeiten die Waschmaschine anstellt oder das E-Auto lädt, reduziert den CO2-Ausstoß, tut was Gutes für Umwelt und Stromnetze.
ähnlich wie heute. Viel Wind, viel Sonne. Zwischen 12 und 17 Uhr übertraf das Stromangebot aus Sonne und Wind sogar unseren Gesamtstrombedarf. Könnten wir neben dem CO2-Ausstoß auch gleich noch Kosten sparen, wäre es noch attraktiver, Strom clever zu verbrauchen. So einen dynamischen Stromtarif, der Strom günstig macht, wenn es windig und sonnig ist, müssen ab 2025 alle Stromlieferanten verpflichtend anbieten. Guten Abend.